Herzlich willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel Nationalismus und die sozialen Probleme als Ursache von Revolutionen im Zusammenhang mit dem Thema Neuzeit. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspulen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Nationalismus und die sozialen Probleme als Ursache von Revolutionen. Anhänger des sogenannten Nationalismus betonten bestimmte Gemeinsamkeiten wie Sprache, Lebensraum, Geschichte und Sitten bzw. Brauchtum bestimmter Völker. Nationalisten gingen häufig von der Überlegenheit der eigenen Nation aus und forderten die Schaffung eines eigenen Nationalstaates, sofern dies noch nicht der Fall war. Während der Französischen Revolution von 1789 bis 1799 und der Herrschaft seit Napoleon 1799 bis 1815 verbreitete sich in Europa nach dem Vorbild Frankreichs unter den Menschen, die eine gemeinsame Sprache und Sitten hatten, die Vorstellung, einen Nationalstaat leben zu wollen. Da Menschen sich als benachteiligt und oder anderen gegenüber als überlegen erachteten, kam es bis in die Gegenwart immer wieder zu gewalttätigen Konflikten zwischen Angehörigen verschiedener Nationalitäten. Angehörige mancher Nationen betrachteten die Habsburger Monarchie als Völkerkerker, da ihnen die Bildung eines Nationalstaates verwehrt wurde. Die Habsburger Monarchie wurde vom 19. Jahrhundert bis zu deren Auflösung am Ende des Ersten Weltkriegs als ein Vielvölkerstaat, der sich aus zahlreichen Nationen zusammensetzte, bezeichnet. Das Kaiserreich Österreich wurde aufgrund seiner geografischen Lage auch als Donaumonarchie bezeichnet. Die verschiedenen in der Donaumonarchie vorhandenen Sprachen und Religionen sind ein Ausdruck der kulturellen Vielfältigkeit. Man spricht auch von der gesellschaftlichen Diversität, das heißt Vielfalt, Vielfältigkeit. Aufgrund unter anderem des starken Bevölkerungswachstums, der durch die industrielle Revolution, verschlechterten Arbeitsbedingungen, geringere Löhne und des Zuzugs großer Teile der Landbevölkerung, der sogenannten Landflucht, in die Städte, kam es zu enormen sozialen Problemen, wie zum Beispiel Massenarmut, Wohnungsnot, Kinderarbeit, fehlende Altersversorgung, Versicherung. Die Unzufriedenheit mit diesen sozialen Verhältnissen erhöhte in großen Teilen der Gesellschaft die Bereitschaft, sich auch gewaltsam gegen die Machthaber und die Vermögenden im eigenen Land aufzulehnen. Beeinflusst von den Ideen der Aufklärung, wollten immer mehr Menschen, insbesondere wohlhabende Bürger und Studenten, ihre eigenen Sichtweisen und Interessen öffentlich vertreten und forderten Meinungsfreiheit und politische Mitbestimmung. Da die bisherigen Machthaber eine Einschränkung der eigenen Macht oder gar einen totalen Umsturz wie bei der Französischen Revolution befürchteten, versuchten sie gewaltsam derartige Bestrebungen nach zum Beispiel mehr Demokratie zu unterdrücken. Die beiden deutschen Denker Karl Marx und Friedrich Engels veröffentlichten im Februar 1848, dem ersten Jahr der europaweiten Revolution von 1848-1849, in London das sogenannte Kommunistische Manifest, eine 23-seitige Schrift, in der sie verarmte und ausgebeuteten Menschen, die sogenannten Proletarier, zum Aufstand gegen die gewaltsame Unterdrückung der absolut regierenden Fürsten und ihre Ausbeuter und Besitzenden, die sogenannten Kapitalisten, aufriefen. Die Sozialisten und Kommunisten bezeichnen diese Auseinandersetzung als Klassenkampf. Viele Menschen, die keine Hoffnung mehr auf eine wirtschaftliche und politische Verbesserung hatten, versuchten insbesondere seit dem 19. Jahrhundert in andere europäische Länder oder Kontinente auszuwandern. Man spricht von Migration. Binnenmigration ist die Umsiedlung innerhalb eines Staates in eine andere Region desselben Staates. Der Begriff Migration kommt aus dem Lateinischen und bedeutet übersetzt Wanderung bzw. Auszug. Pull-Faktoren, Pull kommt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt Anziehen, Ziehen, Herausziehen, sind Gründe wie zum Beispiel Religionsfreiheit, sichere Lebensbedingungen und bessere Verdienstmöglichkeiten, die Menschen dazu veranlassen, durch Migration in bestimmte Regionen zu ziehen. Push-Faktoren, Push kommt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt wegdrücken, sind Gründe wie zum Beispiel Krieg, Arbeitslosigkeit und Hungersnöte, welche Menschen dazu bewegen, ihren Aufenthaltsort zu verlassen und auszuwandern.
Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema Revolution von 1848-1849.